Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, Freunde, es ist wieder soweit. Displayed hat dicke Rabatte am Start. Und zwar habt ihr von 1 bis 3 Displays, also wenn ihr euch 1 bis 3 Displays bestellt, habt ihr 30% Rabatt. Und ab 4 Displays spart ihr sogar 40%. Ich habe hier auch verschiedene Größen. Das hier ist zum Beispiel Größe L. Ne, warte, ich kann hier. Ja, perfekt. Das ist Größe L und das ist Größe M. M ist schon viel kleiner, ist auch einfacher irgendwo aufzuhängen, ne? Muss man dazu sagen. Ab 4 Displays spart ihr 40%. Wie gesagt, das sind Poster, Metallposter. Ich zeige euch gleich, wie man die aufhängt. Gibt eigentlich gefühlt alles. Es gibt über Millionen verschiedene. Das ist einer der besten Fußballer, der jemals gelebt hat. Und das ist... So, wir machen Ronaldo ran, damit die Jungs auch hier beim Essen ein vernünftiges Mindset haben. Stoppt die Zeit, wie lange es dauert. Das war's. Ihr klebt da Metall ran. Das war's. Zack. Easy, cool. Übrigens habe ich mir noch was einfallen lassen und zwar verlose ich einmal AirPods Pro. Die sind sehr, sehr cool, Freunde. Einmal AirPods Pro und zweimal eine 50er PSN-Card. Ihr müsst nur Follower sein auf meinem Instagram-Profil und ihr müsst diesen YouTube-Kanal hier abonniert haben. Als kleines Dankeschön für den Support die letzten Wochen. Die Videos kommen immer super an. Deswegen gönnt euch YouTube folgen, auf Instagram folgen und einfach nur einen Kommentar schreiben. Muss jetzt nicht irgendwie, einfach nur irgendeinen Kommentar. Am besten mich nicht beleidigen. Perfekt. Hey Freunde, nächster Stammvlog. Ist ja aus wie ein Vollknecht. Hat aber auch einen Grund, weil ich gerade erst aufgestanden bin. Ich bin auf dem Weg zu meinem Friseur. Lass mir die Haare schnippeln, mach mich ein bisschen frisch, weil ich auch am Samstag, also wenn ihr das Video seht, ist Freitag. Ich habe morgen 24-Stunden-Stream. Alles, was da gespendet wird, geht an krebskranke Kinder. Ist eine sehr coole Sache, ist mit Fokus zusammen, ist mit Rush zusammen. Wird, denke ich, ganz cool. Stadion-Vlog heute. So, was soll ich euch erzählen? Hauhi, Hertha BSC. Ich habe schon keine Ahnung, wie oft darüber geredet. Die müssen jetzt zeigen, aus was für ein Holz sie geschnitzt sind. Dass sie überhaupt in der Relegation ist. Das ist der größte Skandal. Digga, wie kannst du denn gegen Mainz in der 85. oder was das war, das 2-1 heim kassieren? Bei Mainz ging es um die goldene Ananas. Dann spielen die hier gegen, was war denn das? Nee, das war Bielefeld. Bielefeld führen sie, dann kriegen sie das 1-1 choken, hätten sie gewonnen, wären sie schon durch. Dann spielen sie gegen Mainz, sie müssen nur einen Punkt holen, heim. Was passiert? Die kriegen in der 85. das 2-1. 1-1 hätte gereicht, Mainz, es ging um die goldene Ananas. Und dann letztes Spiel gegen Dortmund, unentschieden reicht, die gehen 1-0 in Führung und kriegen es nicht organisiert. Ich habe schon wieder eine Krawatte, weil sie sich falschen Spieler holen, die falschen Spieler raushauen oder verleihen oder sonstiges, egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall, auch wenn sich das immer so dumm anhört. Ich bin für Hertha. Ich bin für Hertha, ich bin in Berlin geboren, ich bin Berliner, ich bin für Hertha BSC. Nichtsdestotrotz finde ich auch, dass Stuttgart sich das mehr verdient hat, in der ersten Liga zu bleiben, deswegen ist okay. Ich spiele jetzt gegen in der Relegation, gegen Hamburg. Ich habe mittlerweile mal ein bisschen Angst, ins Hertha-Stadion zu gehen, weil ich schon oft gegen Hertha schieße, aber ich glaube, mittlerweile sehen die Hertha-Fans und Mitarbeiter das so ähnlich, nur die da ganz oben, die das Sagen haben anscheinend keinen Plan. Ich finde, Hertha kann nur als Gewinner rausgehen, weil wenn sie in der Liga bleiben, sind sie in der ersten Liga, okay, das ist cool, dann muss sich aber ganz viel ändern. Und wenn sie absteigen, dann wird sich eh alles ändern, weil dann wird alles nochmal überdacht, dann werden da neue Leute geholt und sowas. Manchmal ist ein Schritt zurück gar nicht mal so schlecht, man sieht Schalke und Bremen. Egal, scheiß drauf, ich habe so viel geredet. Ich gehe jetzt zum Friseur, melde mich später mit Melina. Melina kommt mit, ich glaube, Sydney ist auch da, aber ich weiß nicht, ob wir nebeneinander sitzen, es war gar nicht so einfach, Karten zu bekommen. Marton Dardai Ehremann hat mir die Karten organisiert, der Mann spielt leider nicht. Einer der wenigen Jungen, der auch mal eine Chance bekommen hat. Was passiert? Er ist ein richtig guter Spieler, aber er ist leider verletzt. Hertha BSC, wie sieht's aus, wenn ihr mal ein paar jüngere Spieler ranlässt? Gott. Übrigens, es ist jetzt hier kein Placement oder so. Ich bekomme für das Ding hier gar kein Geld. Proteinriegel von ESN. Ist der Knüller. Das ist so krass, das schmeckt einfach so. Also, das ist ein Proteinriegel, schmeckt aber 1:1 nicht. Der schmeckt so lecker. Also, ihr müsst das mal ausprobieren. Wirklich jetzt. Falls ihr da was holt, Eli. Mit dem Code Eli, ne? Spart ihr ein bisschen was. Spart ihr, habt ihr immer den maximalen Rabatt. So, ich bin jetzt fertig. Kaum Unterschied, habe aber meine Haare auch noch nicht gemacht. Ich habe jetzt einen Termin. Ich fahre jetzt zu einem Makler, weil, ihr wisst, kurze Information dazu, ich habe mir zwei Wohnungen gekauft, weil mein Haus noch sehr lange dauern wird. Ich habe das Grundstück, aber also wirklich, wenn irgendwas in meinem Leben momentan nicht läuft, dann ist es auf jeden Fall der Hausbau. Da kommt ein Problem nach dem anderen. Das wird noch viel länger als ein Jahr dauern. Kann 2 Jahre, kann 3 Jahre dauern. Ich muss noch gucken, weil ich will auch erst einziehen, wenn alles perfekt ist. 3 Jahre vielleicht übertrieben, aber ich will nicht auf Krampf jetzt in ein unfertiges Haus ziehen. Deswegen
habe ich mich schon seit längerem auf der Suche nach Wohnungen gemacht und ich habe jetzt tatsächlich auch welche gefunden. Hab auch die Finanzierung und so, ist alles durch. Richtig coole Wohnungen meiner Meinung nach, 2 Penthäuser. Wir fahren da jetzt hin. Ich muss jetzt mit Melina gucken, wie die Zimmer einteilen, weil das ist halt ganz oben ein Glück und da sind die Wände noch nicht. Es gibt tragende Wände und nicht tragende Wände und wir können jetzt einteilen, wie groß welche Zimmer werden. Sowas bekommt ihr immer gar nicht mit in den Streams, aber sowas beschäftigt einen schon sehr, weil du musst da aufpassen, was du machst und dir Hilfe holen und sowas, weil du kannst dich halt richtig knallen damit, ne? So, ich bin noch kurz mit meinem Vater besuchen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe noch nie in einem YouTube-Video gezeigt, so wie das früher bei mir aussah. Ich zeige euch mal meine alte Wohnung. Das war mein Streaming-Zimmer. Also es ist sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, wie das hier so wirkt, weil ich Weitwinkel habe. Wenn hier der Stuhl war, hier war immer mein Stuhl und hier war die Wand. Also es war einfach direkt dahinter. Aber es hat mir gereicht, Freunde. Es hat mir gereicht. Hier habe ich ganz viel Level Up gehabt. ESN schickt mir jeden Monat 1 Million Proteinriegel. Ich habe zu Hause locker noch 9 Packungen. Das hat gar keinen Sinn. Der ist mir runtergefallen bei der Weekend League. Ist unglücklich aufgekommen, muss man dazu auch sagen. Hier wieder ESN. Also das ist der Knüller. Auch wieder runtergefallen, der Controller durch die Weekend League. Ja. Das hier war mein Mikrofonhalter. Meine alten Möbel sind noch hier. Mein Vater hat das ganze Ding hier zu einem Wäschezimmer anscheinend umgedingsert. Hier war mein Bett. Ach ja, mein Bett. Mein Fernseher. Meine PlayStation 4. Damit wurde ich E-Sportler. Hier mein alter Schrank. Hala Madrid, Anis, das ist für dich. Was soll ich euch erzählen? Ich war früher wirklich Real Madrid-Fan. Dollar Real Madrid. Warte mal ganz kurz. Ich hab AirPods. Ich hab meine in Istanbul verloren. Hier so, auch mal ein Armband hier. Nehme ich heute mit sogar. Was soll das Problem sein? Oh, auf süß. Melina und Eligella. Ja, dann ging's hier so raus. Dann ist hier das, Wohnzimmer. Wir hatten so ein offenes Wohnzimmer. Hier war so ein Essenstisch. Media und die Ehrenmänner haben mir übrigens, das ist, die gucken meine Streams und haben dann gesehen, dass es kaputt ist und haben mir es geschickt, weil es Macher sind. Willi hat mir was zugeschickt von seiner Marke. Sehr cool. Danke, Wilson. Ach ja, übrigens bekomme ich immer nur hier Post, ne? Also an alle, die mir irgendwie mal immer Sachen schicken. Ich bekomme immer nur hier zu meinem Vater Post, weil bei mir zu Hause gibt es keine Post. Da ist ein anderer Name, da ist alles anders so. Also ihr findet, ich bekomme keine Post. Nur hier Post und zu meiner Schwester. Dann ging es hier ist so ein Eingangsbereich. So, dann geht's hier rein. Hier ist eine Toilette. Zweite Toilette. Hier habe ich immer gekackt. Hier ist Abstellraum. Ihr wisst es ganz genau. Diese Gruselgeschichte. Hier ist es passiert. Sehr unangenehm gewesen. Ich kann euch mal jetzt ungefähr zeigen, wie das war. Also alles Licht aus. Ich höre, wie so ein Messer runterfällt. Hier habe ich geschlafen. Alle Lichter sind aus. So, zack. Ich denke, scheiß drauf, habe ich mir eingebildet. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier nachvollziehen kann. Licht hier war aus. Zack. Und das ist auch so ein gruseliges Licht. Guckt euch das gruselige Licht an. Dann komme ich aus der Toilette raus. Die Lichter waren hier überall aus. Ich komme aus der Toilette raus. Bin hier am Start. Hier war noch Licht aus. Ich mache hier die Tür zu, will mich in mein Bett legen und wenn ich mit dem Gesicht hier hingucke, sehe ich ja, ob da draußen Licht an ist. Ich gehe raus, gucke mir das Ganze hier an. Licht an. Alles scheiße. Hier ist das Zimmer von meinem Vater, das zeige ich mal nicht. Und hier macht mein Vater sein Business. Guck mal, er hat auch so einen Stuhl, so einen Gaming-Stuhl, weil er die gemütlich findet. So, Termin ist zu Ende. Wir haben jetzt den Plan, wie es gebaut wird. Sehr cool. Ich ziehe da erst im August 2023 ein. Aber ist sehr, sehr cool, meiner Meinung nach. Es sind 2 kleine Wohnungen. Also was ist klein? Es sind 2 70 Quadratmeter Wohnungen. Die werden aber zu einer gemacht. Da werde ich dann halt drin wohnen. Die andere wird vermietet. Die ist 90 Quadratmeter. Also falls ich hier einen Mieter habe, falls ihr einziehen wollt, ich bin euer Mann. Wir sind dann übrigens auch Nachbarn. Die eine Wohnung ist einfach fast nur ein Wohnzimmer. Ich wollte so ein riesiges Wohnzimmer haben. Das heißt, du kommst rein und da ist dann einfach nur ein Wohnzimmer. Da sind keine Türen, da sind keine Wände. Das ist einfach nur ein fettes Wohnzimmer. Dann gehst du so rein und da hinten ist so privater Bereich. Streamingzimmer ist neben dem Wohnzimmer. Das ist die einzige Wand, die da ist und das ist so ein kleiner Raum, weil Streamingzimmer meine, ich habe Erfahrung gemacht, die anderen haben 200.000, 300.000 Streamingzimmer. Ich habe jetzt bei mir das und mein altes gehabt. Mein Streamingzimmer ist 10 Quadratmeter groß. Klein, fein, da muss eine gute Technik sein. Hat sich sogar gereimt und das ist cool. So, ich bin jetzt zu Hause. Melina fährt jetzt auch hier nochmal hin, weil die Frau sich umziehen muss. Jetzt chill ich noch ein bisschen hier mit euch, ne? Hallo Diego, wie geht's denn? Zeig der Community deine Backen. Wangen. Nein, du brauchst dich nicht schämen. Sonst isst du doch auch immer deine Leckerlis. Das ist jetzt die Quittung. Brauchst du auch hier gar nicht so beleidigt weglaufen. Krieg ich einen Schlecker? Dankeschön. Danke für den Schlecker, Manni. Guck mal, Diego ist in Shape. Du hast darauf gehört. Du bist ein hübscher Kater, Diego. Ein hübscher Kater. Sie braucht 100 Jahre, um sich fertig zu machen. Wie, was, Malaka? Kommt das denn? Du siehst cool aus. Ich sag ja nicht, dass es doof aussieht, aber ich wäre halt gern nochmal nach Hause gegangen nach der Arbeit. Mom-Jeans, was für eine Mom-Jeans? Du hast jeden Tag deine Mom-Jeans an.
Du ziehst jetzt nicht diese Jacke. Es sind 55 Grad da drinne. Es sind 30 Grad in Deutschland. Also es sind wieder mal ein paar Minuten verstrichen. Also ich halte euch hier auf dem Laufenden. Ich bin ja eigentlich nicht so hektisch. Aber ich weiß, wie das ist, wenn das Olympiastadion ausverkauft ist, weil es nur zweimal im Jahr passiert. 10 Sekunden vergangen gerade. 10 Sekunden. Du hast das eine Video ausgemacht und das nächste. Nein, habe ich nicht. Wirklich, Real Talk nicht. Oh Gott, warte. Wo ist hier eine Uhr? Es ist 19.15 Uhr. In einer Stunde 18 beginnt das Spiel. Ich will vorher dort essen. Wir haben coole Karten. Ich will essen vorher. Die haben da leckeres Essen. Es passiert nicht oft, dass dieses Stadion ausverkauft ist. Heute ist es ausverkauft. Und es ist ganz schlimm, zum Olympiastadion zu kommen, wenn es ausverkauft ist. So, wir sind jetzt fertig. Nach 5 Millionen Jahren. Ich hoffe, es waren wirklich, ohne zu lügen, darf ich was sagen? Es waren ohne zu lügen 15 Minuten. Weiß nicht. Hier sind die HSV-Fans. Fahren wir ein bisschen schneller? Fahren wir ein bisschen schneller? Hier sind so viele Abonnenten, Freunde, das ist der Knüller. Das ist so krass, wie viele ich in diesem kurzen Zeitraum gerade gesehen habe. Wir haben sogar eine Tiefgarage bekommen. Super, Martin, du machst super Karten. Zeige euch gleich mal den VIP-Bereich, weil der ist wirklich cool. Dieses Essensbereich bei Hertha und so. Das ist einer der wenigen Sachen, wo Hertha wirklich einer der besten, meiner Meinung nach, ist, wo ich bis jetzt war. VIP-Sachen. Wir sind jetzt hier, VIP. Ich habe gerade erfahren, dass die anderen Stockwerke zu sind. Das ist natürlich unangenehm. Ist Sidney hier? Ist Sidney hier? Wo ist er? Wo ist er? Sidney ist da. Jetzt sind wir in dem Bereich, der ist super. Das gibt es 4 Stockwerke lang. Was habt ihr hier vorspeisentechnisch? Rede mal mit mir. Okay. Okay, weiß ich nicht. Hauptspeise, was gibt's hier? Was haben wir hier? Kartoffelpüree. Oh nein, ist Schwein. Was haben wir hier Gutes? Hier ist Schwein, da habe ich Hähnchenkeule. Okay, okay, okay. Kartoffeln, Schwein, ein Schalal. Ja, okay, ich esse jetzt was und dann melde ich mich im Stadion wieder. Die Frau holt sich jetzt eine Currywurst. Die labert mich schon die ganze Zeit über die Currywurst voll. Dann teilen wir jetzt da drauf ab. Die haben alle eine Krawatte auf. Hey, Jungs, der war ein Sorge. Frisch aus Miami. Jetzt? Müde. Müde? Ja. Wir waren 13 Uhr schlafen. 13 Uhr, ja? Für 2 Stunden. 500 Euro auf Hertha. Aue. 500 Euro auf Hertha. Hetzsüchtig. Bei mir ist Win-Win-Situation. Bei mir ist Win-Win-Situation. Digga, ich hab so Stress, meine Plätze zu finden. Ich weiß auch nicht, wo Melina ist. Ich weiß auch nicht, wo Melina ist. Zeig mir her. 30.000 HSV-Fans sind hier. Darüber. Ich will was sehen. Nee, oder? Robert ist so ein Macher. Sie fragt mich, warum er 6 Sekunden durchspielt. Melina, lass mich bitte mich konzentrieren. Zeig mal jetzt. Go.
kurzes Statement, Melina, was sagst du? Gutes Spiel? Was müssen sie besser machen? Und jetzt mein Kontakt.
Steck ihn bitte durch, steck ihn doch! Kann auch 3-1 ausgehen, das Ding hier. So, das
war's vom Vlog, Freunde. Statement nochmal zum Spiel. Ich bin jetzt erst nach Hause gekommen, kam kein Stream. Ich bin erst 1.30 Uhr zu Hause angekommen. Es war alles voll. Dann haben wir da noch ein bisschen gechillt. Zu wenig von Hertha, muss man so sagen. Hertha kann froh sein, dass sie da nur 1-0 verloren haben. Hamburg hat besser gespielt. In Berlin ein bisschen... Ja, na gut, was willst du, was soll man dazu sagen? Habe ich jetzt nicht vom Hocker gehauen, voll viele tun, also ja, für mich war, ich dachte aber, ich bin unentschieden, um ehrlich zu sein. Was sagst du? Also ich fand das Spiel, es war okay. Ich habe es mir, also Paris gegen Real Madrid fand ich viel lustiger. Das ist ja auch nochmal, ne, ein paar andere Mannschaften, aber ja, okay. Ja, also Plätze waren toll, Currywurst war lecker. Ja, ja, Plätze waren gut. Wie gesagt, Freunde, ich hoffe, euch hat dieser ganze Vlog gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Stadion-Vlog ist immer super. Lasst ein Like da, wenn ihr das Video gefeiert habt. Wir haben die 800.000 letztens geknackt, haben jetzt fast 815.000. Vielen Dank für den Support. Und ich sag's hier nochmal, ich glaube wirklich, dass Hertha die zweite Liga gut tun würde. Rein auch so wirtschaftlich, so, da müssen sich ein paar Dinge, glaube ich, ändern. Das sieht, glaube ich, jeder so. Die hatten heute nicht so einen Plan, was sie da machen sollen. Man hat es auch gesehen. Ich fand, Hamburg hatte auch mehr Bock irgendwie. Aber habe ich alles schon gesagt. Lasst, wie gesagt, ein Like da, ein Abo da und ich gehe jetzt.